Hallo und willkommen bei Whiskywaiter. Ich habe heute eine Flasche hier auf dem Tisch, die habe ich gestellt bekommen vom Whisky Jason. Vielen Dank an der Stelle. Eine neue Marke in Deutschland am Whisky-Himmel. In Amerika schon seit einiger Zeit auf dem sehr erfolgreich aufsteigenden Ast. Ich glaube, seit 5 Jahren gibt es die Marke und die Brennerei, die da inzwischen hintersteckt. Früher hat man Whisky gesourced, heute brennt man selber. Uncle Nearest. Jetzt ganz neu in Deutschland. Daher haben wir auch verschiedene Blogger-Vlogger-Flaschen gestellt bekommen. Ich habe den und noch einen weiteren. Heute gibt es den 1884 Uncle Nearest Small Batch. Ja, Uncle Nearest. Ich glaube, Nathan Green war der richtige Name, aber sein Spitzname war Uncle Nearest. War der erste schwarze Master Blender in der Entschuldigung, in den Vereinigten Staaten. Und ihm zu Ehren hat man diese Marke gegründet und die Brennerei dann hinterher auch gegründet. Und heute arbeitet seine Nachfahrin in fünfter Generation auch wieder als Masterblenderin. Jason hatte vor kurzem einen Stream mit ihr, wo man die Whiskys auch nochmal vorgestellt hat. Ich möchte auch heute nochmal meine Eindrücke zu ihm wiedergeben, zu dem und auch dem anderen. Uncle Nearest ist eine sehr spannende Persönlichkeit. Erster Schwarzer oder erster afroamerikanischer Masterblender in den Vereinigten Staaten hat diesen Lincoln County Prozess perfektioniert oder erfunden. Das ist das, was Tennessee Bourbon von oder Tennessee Whiskey von Bourbon unterscheidet. Die unterscheiden sich so ein bisschen in der Herstellung. Und er hat das Ganze perfektioniert und dadurch ist er auch bekannt geworden. 1884 ist in dem Fall das Jahr, in dem Uncle Nearest in Rente gegangen ist, wo er seinen letzten Whisky abgefüllt hat oder ins Fass gefüllt hat. Und das ehrt man mit dieser Abfüllung. Die Abfüllungen sind bis jetzt nach Jahreszahlen benannt. Ich glaube, es gibt noch eine Blenders Edition, die ist aber bis jetzt in Deutschland nicht verfügbar. Ansonsten gibt es hier jetzt den 1884 und den 1856. Der 1884 ist halt das Datum seines Renteneintritts. Und ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Also es ist, wenn ich es richtig verstanden habe, Tennessee Whiskey. Und ich habe ein schmutziges Glas, dann nehme ich doch lieber nochmal ein neues. So. Das sieht sauber aus. So, Tennessee Whiskey, Small Batch Whiskey, also wird in Batches abgefüllt. Hand selected by our founders, blend created by Descendants of Nearest Green, award-winning Premium Whiskey, 93 proof, also 46,5% Alkohol. Ja. Distilled and aged in Tennessee, bottled by Uncle Nearest, Columbia, Tennessee. Früher hat man Whisky gesourced, heute produziert man Whisky selber. Ob das jetzt schon einer der selbstproduzierten ist oder einer der gesourcten, habe ich nicht verstanden, tatsächlich in dem Stream vom Jason. Ich meine, das wäre noch ein gesourcter, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Von daher nagelt mich bitte nicht drauf fest. Eine extreme Süße, aber angenehm. Ich habe so Honig mit
Butter, also wenn man sich so ein Brot mit Honig macht, aber Butter darunter macht. Und dann habe ich das Gefühl, ich hätte ein bisschen so, auch wieder mit Butter, so Maiskolben mit frischer Butter drauf. Vanille. Oder auch so kandierter Zucker, dieser Candied-Zucker. Herrlich leicht. Also der ist jetzt gar nicht so ein tiefer, dunkler Bourbon, sondern eher was Helleres. Ein bisschen Zitrus kriege ich raus. Fällt mir gut. Was ich super finde, ich habe keine Klebstoffnote. Nicht mal im Ansatz. Ja, also es bleibt die Süße, ich habe die Vanille, ich habe die Honignote und was Buttriges, würde ich sagen. Gefällt mir. Mehr Tiefe habe ich da jetzt nicht, also so super komplex finde ich ihn jetzt nicht, sondern ist dann eher easy drinking. Zumindest jetzt so der erste Eindruck in der Nase. Zum Wohl. Mehr Eiche, als ich gedacht hätte. Also er hat schon so ein bisschen eine Trockenheit mit dabei. Dazu auch hier wieder die Vanille und die Honigsüße. Und noch so eine Eigennote. Wo ich gerade noch überlege, in welche Richtung das geht. Ich habe gerade was von Ahornsirup gelesen. Könnte tatsächlich sein, wobei ich es nicht so pappsüß habe. Aber so in die Richtung könnte das gehen. Schon ein sehr eigener Geschmack. Alkohol ist gut eingebunden. Auch hier wieder keinerlei Klebstoffnote. Hier kriege ich jetzt auch wieder so ein bisschen so Zitronensorbet und so leichte Holznoten. So ein bisschen von der Eiche. Sehr schön. Also für mich wäre das, glaube ich, jetzt so nach dem ersten Schluck ein schöner Einstiegs. Ich will die ganze Zeit Bourbon sagen, ne? Aber es ist ja Tennessee Whiskey. Also auf jeden Fall, wenn man abends Bourbon trinken möchte, wenn man einen Bourbon-Abend oder einen amerikanischen Whisky-Abend machen möchte, wäre das für mich ein Einstiegs-Whisky, womit man gut anfangen kann, weil er eben nicht zu dunkel, zu tief, zu komplex ist, sondern einfach was Schönes, womit man ganz entspannt anfangen kann, ohne sich mit Klebstoffnoten direkt zu versauen. Ich bin da ja leider sehr empfindlich, was das angeht. Jetzt habe ich noch so ein bisschen was von so einem Karamellpudding. Ich finde, wenn man die Nase oben ans Glas hängt, dann hat man so ein bisschen auch wieder die Vanille. Dann erinnert mich das so ein bisschen an Vanille mit Erdbeeren. Also Vanillepudding mit Erdbeeren. Mit frischen Erdbeeren. Schön. Sehr, sehr lecker.
unheimlich weich. Wirklich gut zu trinken. Er hat eine ordentliche Süße, man muss also schon auf süßen Whisky stehen. Trotzdem hat er eine leichte Würzigkeit, die Eiche ist ein bisschen da. Ja, lecker. Aber schon süß. Also ich muss sagen, es ist ein leckerer Whisky und die Marke ist in Amerika auch super erfolgreich. Es ist die am schnellst wachsende Whisky-Marke in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Ist schon krass, so was die in den letzten 5 Jahren aufgebaut haben. Und ich kann es verstehen. Also der Whisky ist gut, der Whisky ist lecker, aber noch spannender ist eigentlich die Geschichte dahinter und was die so noch in Zukunft daraus machen. Sehr spannend. Ja, ich bleibe dabei. Ein sehr leckerer Whisky. Eher für die Kategorie Easy Drinking oder als Einstiegs-Whisky für den Abend. Nichtsdestotrotz gefällt mir sehr gut. Preis, muss ich gestehen, habe ich gerade nicht im Kopf. Habe ich nämlich vergessen nachzugucken. Aber rein geschmacklich schon ein ziemlich, ziemlich gelungenes Teil. Kann man nichts mit verkehrt machen. Gut. Mich würde interessieren, ob ihr ihn probiert habt. Und wenn ja, wie gefällt er euch? Was sagt ihr zu der Abfüllung? Es ist ja jetzt, glaube ich, schon die dritte oder vierte Marke, die Jason nach Deutschland bringt, zusammen mit NC Bourbon. NC Bourbon. Ich muss sagen, bis jetzt hat mir das alles echt gut geschmeckt. Von daher, ich bin sehr gespannt, was da in Zukunft noch kommt. Der ist auf jeden Fall einer der besseren Amerikaner, die ich bis jetzt getrunken habe. Gut, ich bin auf eure Meinung gespannt. Haut es mir in die Kommentare. Wie gefällt er euch? Habt ihr Erfahrung mit Onkel Nearest? Lasst es mich gerne wissen. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Video mit einem Like belohnt, den Kanal abonniert und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.